Hi Leute, hier ist der Thomas vom Kanal der Elektrotechniker. Ja, heute mal auf meinem Bildschirm hier präsent. Ich habe hier mal eine interessante Auswertung gemacht. Und zwar geht es um das Thema GFDI-Kit. Ich verlinke hier an der Stelle nochmal das Video. Das kam vor 2, 3 Wochen raus. Und zwar haben wir dort ja auf einem PV-Park mehrere Wechselrichter geerdet, beziehungsweise den Minuspol geerdet. Thematik war halt die, dass an einigen Wechselrichtern die ISO-Werte halt immer so schlecht sind, dass sie halt wirklich täglich für mehrere Stunden ausfallen, beziehungsweise früh halt sehr, sehr, sehr verspätet anlaufen. Und ich habe mir jetzt mal Gedanken gemacht und das mal ja, kalkulatorisch zusammengetragen und wollte eigentlich mal hier die Ertragsausfälle berechnen, die wirklich sehr interessanterweise nicht ganz ohne sind. Und ich glaube, der Einbau der Kits hat sich hier oder wird sich sehr, 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 sehr schnell amortisieren. Wir gucken uns die Sache mal an. Wir sehen also hier oben aufgeführt den gesamten Park. Das heißt, jeder Wechselrichter für sich. Das sind hier 16 Stationen. Es gibt Stationen, die haben nur einen Wechselrichter, wie hier der zum Beispiel. Es gibt aber auch natürlich Stationen mit zwei Wechselrichtern. Und insgesamt kommen wir da, glaube ich, auf, und wir ziehen mal kurz durch, haben wir insgesamt 29 einzelne Wechselrichter betrachtet. So, ich habe mir hier die Ertragsdaten vom Jahr 2023 runtergezogen aus dem Monitoring und das Ganze hier im Stundenintervall. Um hier irgendwie noch mit den Datenmengen irgendwie halbwegs klar zu kommen. Ich kann das auch theoretisch in Minutenwerte runterladen. Ja, es macht es im Endeffekt aber auch nicht besser. Ich habe halt nur da mehr Datenmüll. Für den Zweck ist es in Ordnung. Und die ganze Sache geht halt hier, wie gesagt, bis ja, 31.12.23. So, was habe ich gemacht? Ich habe den Jahresertrag für jeden Wechselrichter hier zusammen addiert. Das ist also die Wechsel, also die Leistung, die tatsächlich erzeugt wurde des jeweiligen Wechselrichters. Und da kommen wir hier beispielsweise beim 1.1er auf 713.000 Kilowattstunden. Ganz kurz zur Plausibilität. Das passt soweit. Wir rechnen einfach mal, dass wir je kW Peak installierter Leistung ungefähr 1000 bis 1100 Kilowattstunden runterholen im Jahr. Und die Wechselrichter sind halt hier belegt mit ungefähr 700 kW Peak jeweils. Ne? Das gibt ganz kleine Abweichungen. Mal ist es ein Tisch mehr, mal ein Tisch weniger. Das vernachlässigen wir jetzt. So, wie gesagt, das alles mal zusammengerechnet und dann habe ich mir einfach mal hier den Mittelwert gebildet aus allen Wechselrichtern. Der liegt dann hier bei 732.000 Kilowattstunden im Schnitt, was die Wechselrichter erzeugen. Und jetzt hat der eine ein bisschen mehr und der andere ein bisschen weniger. Und diese Abweichung, die habe ich hier mal in der Zeile 8766 zusammengerechnet. Ja, also einfach die Differenz. Und das ist doch sehr, sehr interessant, wie da die Streuung ist. Beispielsweise der 1.1er hat halt hier tatsächlich um die 19.000 Kilowattstunden weniger. Gucken wir uns mal den 2.2er an, der ist richtig krass extrem. Der hat also über 100.000 Kilowattstunden weniger erzeugt. Natürlich gibt es auch welche, so wie der hier, der hat eben mal so 15.000, 16.000 mehr, der hat 18.000 mehr. Wie gesagt, das ist alles immer in Abhängigkeit des Mittelwertes. So, wie gesagt, natürlich ist es auch so, dass es natürlich auf den Anlagen immer wieder mal eine Störung ist, dass der ein oder andere Wechselrichter mal ein paar Stunden oder auch mal einen Tag steht. Das habe ich jetzt hier nicht mit berücksichtigt. Das wäre sehr, sehr, sehr aufwendig, das so wirklich ganz klar auszuwerten. Ich denke mal, für den Zweck, was wir jetzt hier machen wollen, ist das erstmal so passend. Man kann das wirklich, wie gesagt, wenn man das möchte, bis ins Detail treiben. Ich habe es dabei belassen. So, das eigentlich Interessante ist jetzt, ich habe dann halt die Ertragsabweichung mal in Euro umgerechnet, habe da einfach mal jetzt Pi mal Daumen 20 Cent Einspeisevergütung EEG angenommen. Natürlich ist das jetzt bei Neuanlagen aktuell natürlich, wäre das ein Traum. Ne? Da sind wir ja in Richtung ja, 5 Cent unterwegs, also das ist nicht mehr viel. Aber wie gesagt, das ist der Ist-Zustand. Und wir sehen also hier, zum Beispiel der 2.2er, haben wir über 21.000 Euro
eben Verlust dadurch bedingt, dass hier beispielsweise der Rechtsrichter 2.2 halt wirklich fast jeden Tag für eine gewisse Zeit früh steht. So, und das Ganze habe ich dann hier mal in Diagramm aufgeführt. Ich habe hier also aufgeführt die Abweichungen in Kilowattstunden. Die habe ich hier aufgeführt. Und wir sehen jetzt hier unsere 29 Wechselrichter von links nach rechts. Ja, das ist dann der letzte hier, der 29. Das ist der Wechselrichter 16a. Und dann einfach hier die nicht die Abweichungen, sorry, falsch gesagt. Ich habe die Jahreserträge aufgeführt. So ist es, diese Zeile hier. Und da sehen wir also eindeutig, wenn wir hier mal so den Strich durchziehen, so imaginär der Mittelwert, sehen wir beispielsweise hier, das ist der 2.2er, der hat die krasseste Abweichung, gefolgt dann hier vom 9.2er. Dann geht es weiter hier mit Kollege 9.1, dann geht es hier weiter mit dem 1.2er und das deckt sich natürlich hier dann logischerweise auch mit den Abweichungen hier. Also das hier ist der krasseste, der 2.2er. Mit diesen über 100.000 Kilowattstunden. Dann kommt halt, wie gesagt, der 9.2er, der ist hier hinten aufgeführt. Der hat tatsächlich schon 15.500 € Abweichung und so weiter und so fort. Wie gesagt, das ist das Jahr 23. Für 24 habe ich es jetzt noch nicht gemacht. Es wird sicherlich nicht besser werden, weil eben über die Thematik der Rückseitenfolie natürlich nicht besser wird, logischerweise. So, warum habe ich das gemacht? Ich wollte einfach mal gucken, wie gesagt, was hier in Summe eigentlich wir eben nicht einspeisen können. Und wenn wir das jetzt mal zusammenrechnen, wir haben jetzt also geupgradet, haben wir insgesamt drei Doppelstationen, das heißt sechs Wechselrichter. Und das sind natürlich jetzt nicht zufällig ausgewählte, die haben wir uns vorher ausgeguckt anhand der ISO-Werte. Und das ist also hier, sind das diese vier. Und dazu ist es der 9.1er und der 9.2er. So, ich glaube, ihr seht es jetzt nicht. Wir schreiben aber mal hier die Summe hin. Und dann werden wir gleich mal gucken. Das ist also das plus das plus das plus das plus 9.1 plus 9.1 plus 9.2. So, und dann kommen wir auf stolze 57.500 € gerundet, die wir hier im Jahr 23 eben nicht einspeisen konnten oder die wir eben nicht vergütet bekommen. Und das ist eben sehr, 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 sehr naheliegend, dass eben der Primärgrund dafür eben ist, dass die Wechselrichter halt früh nicht anlaufen. So, das Ganze deckt sich natürlich mit dem Monitoring. Man sieht das also jeden Früh, das Theater, dass also aktuell, zum Beispiel heute habe ich reingeguckt, da war es um 10:30 Uhr, da liefen genau diese sechs Wechselrichter noch nicht, beziehungsweise ist das nicht ganz richtig gesagt. Diese sechs Wechselrichter hatten einen extrem schlechten ISO-Wert. Ich habe also die Messung gestartet von der Ferne mal. Und also aktuell ist es ja so, dass die Erde quasi installiert ist, die ist quasi eingeschaltet. Damit ist der ISO-Wert natürlich weggekürzt. Also das heißt, es kann nicht mehr gemessen werden, weil das Ankoppelgerät ja deaktiviert ist. Und ich habe jetzt also von Ferne die Erde ausgeschaltet, habe mal einen Messlauf durchgeführt und siehe da, die ISO-Werte sind sofort um 10:30 Uhr immer noch total in den Keller gefallen. Das bedeutet, dass die Wechselrichter dann eben jetzt ausgefallen sind und ich habe dann die Erde wieder eingeschaltet. Entsprechend sind die Wechselrichter wieder angelaufen. Ja, und das um 10:30 Uhr. Wenn man überlegt, dass die Anlagen jetzt um 7:30 Uhr ungefähr anfangen zu produzieren, sind das bereits 3 Stunden früh, wo dort nichts passiert. So, jetzt kann man sich natürlich ausrechnen, natürlich ist das relativ zu sehen in Abhängigkeit von den Kosten, aber solche Einbauprojekte von solchen GFDI-Kits, die amortisieren sich dann wirklich doch relativ zügig. Kostentechnisch muss man dort sicherlich pro Doppelstation in Richtung, ich sage einfach mal Pi mal Daumen, 25k, muss man da schon im Minimum annehmen. Das bedeutet also, für diese drei Doppelstationen hätten wir das ganze Ding jetzt hier also ein bisschen was über ein Jahr, hätten wir das amortisiert. Natürlich sind diese Wechselrichter hier, also die wirklich mit der größten Abweichung nach unten, die haben natürlich eine extrem schnelle Amortisation. Jetzt der andere hier, der 2.1er, dauert halt ein bisschen länger.
Wir haben ja immer Gesamtstationen geupdatet, ganz einfach, weil diese Gesamttechnik in der Station, die muss ja sowieso installiert werden, ja. Das ist also ein Aufwasch gewesen. Was man hätte sicherlich nochmal variieren können, ist, dass man sagt, okay, man installiert zwar dort die Technik soweit auf Stationsebene sozusagen, also auf zentraler Ebene, und bringt dann beispielsweise diese Erdungsbleche draußen eben noch nicht an, sondern hätte man vielleicht hier erstmal bei der 2.2 machen können, wirklich bei den krassesten Wechselrichtern. Und dann guckt man sich das quasi zum Beispiel mal halbjährlich an mit so einer Auswertung und guckt, okay, welche Wechselrichter sind denn jetzt in dem letzten halben Jahr eben noch dazugekommen, die eine starke Abweichung haben. Und dort kann man oder muss man dann halt nur noch beispielsweise diese Bleche halt nachrüsten. Ne? Kann man sehen, wie man will. Wir haben das auf Stationsebene gemacht. Wir wollten ja auch mal so ein Gesamtprojekt machen, um ganz einfach um zu gucken, okay, wie funktioniert denn diese Technik? Funktioniert das wirklich so, wie wir uns das vorstellen? Und deswegen haben wir von vornherein gesagt, okay, wir machen es jetzt wirklich auf einer Gesamtstation und das Ganze mal drei, um das Ganze wirklich repräsentativ einfach darzustellen. So, und bisher haben wir da sehr, sehr gute Erfahrung gesammelt. Ich glaube, wir sind jetzt ungefähr 4 Wochen jetzt im Betrieb mit der Technik. Ja, so Pi mal Daumen. Und wir hatten tatsächlich am 1.2er hier mal eines Morgens ist der Wechselrichter also nicht angelaufen, was eigentlich nicht sein darf, denn die Erde ist ja aktiv. Demzufolge ist die ISO-Messung deaktiviert. Das heißt, der Wechselrichter müsste anlaufen. Hier war es halt so, dass der ISO-Wert live wirklich extrem im Keller war. Das bedeutet also im Umkehrschluss, dass dort der ABB Hochleistungssicherungsautomat, den wir dort eingebaut haben im DC-Abteil, siehe Video, dass der ausgelöst hat. Und vor Ort war ein Kollege gewesen, tatsächlich, der hat ausgelöst gehabt. Und dazu, was wir recherchiert haben, hat auch eine Strandsicherung ausgelöst. Und somit ist im Prinzip jetzt eigentlich auch mal der Beweis erbracht, dass die Grundidee so funktioniert. Das heißt, Strangsicherung hat ausgelöst. Es ist also ein Strom geflossen dann über diese Erdschleife und der dann größer 5 Ampere gewesen und hat diesen Schalter zum Auslösen gebracht. So, wir haben dort an diesem entsprechenden Strang, wo die Sicherung gefallen ist, dort auch mal eine Messung gemacht der einzelnen Module. Und ein Modul war dort wirklich so grottenschlecht gewesen. Das haben wir jetzt einfach mal testhalber mal überbrückt. Das kann man mal machen, dass man mal ein Modul überbrückt im String. Haben dann die Kanalsicherung ersetzt und siehe da, seitdem war Ruhe. Das bedeutet, dass tatsächlich sehr wahrscheinlich ein einziges Modul ja im Prinzip diese Auslösung verursacht hat, also die Strangstrom, also die Strangsicherungsauslösung, respektive dann die Auslösung des ABB-Schalters. Und wie gesagt, tipptopp, also es funktioniert und seitdem haben wir da auch jetzt Ruhe. Es sind jetzt keine weiteren Ausfälle dazugekommen. Wenn das so wäre, wäre das auch kein Thema. Wenn man jetzt also beispielsweise jetzt mal 2, 3, 4, 5 Sicherungen dort hat, die auslösen, würde man jetzt einfach sagen, okay, man lässt diese Stränge erstmal außer Betrieb. Ja, man kann sie sich nochmal angucken. Vielleicht kann man sagen, okay, da sind jetzt irgendwie 10 schlechte Module zu finden. Die selektiert man raus und baut dann aus diesen 5 Strängen vielleicht bloß noch 4, die man dann wieder in Betrieb nehmen kann. So kann man an die Sache also rangehen. Also wirklich wunderbar. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, dass hier solch, also an einem Wechselrichter, wir hier diese 21.000 Euro haben oder andersrum, an diesen 6 Wechselrichtern eben diese 57.000 Euro haben pro Jahr Ertragsausfall. Und um die Anlage, die wir da umgebaut haben, die hat ungefähr noch so 7 bis 8 Jahre EEG-Laufzeit vor sich, also schon noch ein Stückchen. Und wenn man das jetzt einfach mal 7 oder so rechnet, ne, dann sind wir in Richtung zwischen 350 und 400.000 Euro unterwegs, nur für diese 6 Wechselrichter. Ne? Also das lohnt sich, das kann man machen und wir werden das ganze Projekt weiter verfolgen. So, und jetzt habe ich mir schon überlegt oder mal geguckt, was man denn noch machen könnte hier, also welche Wechselrichter sind denn im Prinzip noch interessant. Und da bin ich gekommen, eigentlich auf das Ergebnis, dass man, wenn man wollte, jetzt hier nochmal, also jetzt von der Sortierung her, das wäre dann hier der 11.1er und der 16er, also da könnte man noch was machen. Also die haben auch nochmal eine Abweichung nach unten, die ist jetzt nicht mehr ganz so gravierend, aber ist eben noch da. Da könnte man also tatsächlich rangehen und was machen. Das wären also so
die nächsten tatsächlich Kandidaten. So, jetzt würde ich mir das Ganze natürlich nochmal für 24 angucken, also fürs aktuelle Jahr, und würde dann im Prinzip das so machen, dass man sagt, okay, alle 6 Monate nochmal eine Auswertung hinterher und man guckt sich dann wirklich mal diese Abweichungen an. Also wenn die jetzt zum Beispiel jetzt 24 jetzt größer geworden sind, dann ist es also umso mehr ein Indikator dafür, da was zu machen. Wenn es so bleibt, müsste man rechnen, ob sich ja, jetzt so ein Update da tatsächlich lohnt. Also das ist halt immer eine Frage, okay, wie doll ist die Abweichung? Was haben wir für Invest für dieses Projekt, dann das zu machen? Und lohnt sich das jetzt noch oder nicht? Na, das ist so die Frage. Okay, das mal dazu. Wenn ihr Fragen habt, gerne in den Kommentaren. Ich kann da auch noch mal ein bisschen mehr auswerten. Ich wollte es nicht zu komplex machen. Es soll ja auch irgendwie nachvollziehbar sein. Das dazu. Ich melde mich dazu mit Sicherheit hin und wieder noch mal und wir werden sehen, wie die Sache dort weitergeht. Auch ein ganz interessanter Fakt, das muss ich noch mal untersuchen in der Elektrowerkstatt. Wenn so ein ABB-Schalter jetzt wie hier an dem Fall am 1-2er ausgelöst hat, dann kann man den tatsächlich nicht mehr einschalten. Das heißt, man kann den nicht mehr einschalten vor Ort über das Tableau. Man kann den also auch nicht mehr über Ferne einschalten, über diese Shelly-Thematik. Man muss tatsächlich physisch vor Ort an diesen Schalter ran und muss dort diesen Motoraufzug demontieren, muss dann den eigentlichen Schalter einmal durch Ausschalten und wieder Einschalten resetten. Und erst dann ist der quasi wieder aktiv. Dazu werde ich nochmal ein Video machen in der Werkstatt. Das ist jetzt ein bisschen doof, ehrlich gesagt, weil wenn der wirklich auslöst, muss dort wirklich jemand hin und das Ding einschalten. Das ist halt ein Aufwand. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch eigentlich irgendwo ganz gut, dass, wenn so ein Schalter gefallen ist, wirklich mal ein Techniker vor Ort fährt und dort eben Ursachenforschung betreibt, weil das Ganze ist ja nicht ganz ohne. Das heißt, wenn dort diese 5 Ampere geflossen sind, ist das natürlich auch natürlich ein Gefahrpotenzial, ne, was dann untersucht werden muss. Also das ist jetzt so ein bisschen die Frage. Ich werde das aber nochmal in der Werkstatt genauer erklären, wie das mit diesem Schalter dort funktioniert, warum man den nicht wieder einschalten kann. Und dann sehen wir uns hoffentlich wieder. Danke und bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao, der Thomas.